Sehr schön. Nehmen wir sie in die Zange, dann kommen wir jetzt halt eben aus zwei Richtungen. Das ist mir auch egal. So, wir stationieren uns hier oben. Wie sieht's hier aus? Ja, okay. Ein bisschen repariert worden, ist in Ordnung. Jetzt haben wir hier oben einen, der ist arbeitslos. Smarty System, können wir nur ein bisschen was reinklatschen. Naja, man sieht, man merkt, das sind Vierecke, ne? Das sind Quadrate. Machen wir so. Und hier nochmal ein Smarty System. Da müsste das erstmal ausreichend sein. So, Einheit 1. Und wir brauchen einen Ingenieur. Theoretisch. Idle Factory. Aha. Increase the maximum number of units can be built. Metal storage. Increase the maximum metal storage capacity. Tech Coast. Sind wir jetzt momentan gerade bei, ja, okay, bei 118. Increases Weapon Damage. Okay. So, jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt hier keinen, ne? Okay, dann haben wir hier noch einen. Der andere ist was? Der andere ist am Bauen. Okay, alles klar. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall... Oh shit, also doch, hat sich doch jetzt einer umgewandelt, oder was? 5 ist am Kämpfen. Ah ja, okay. Vorrücken. Ja, der Ingenieur hat es halt nicht lang gemacht. Ist schon klar. Wo ist denn eigentlich jetzt unser... Da ist einer, da ist der andere. Wo ist... Da ist der, da ist der. Und wo ist... Ach, da oben. Hängt der rum. Warte mal, wir brauchen Radioactive Extractor. So, meine Einheiten von hinten, von vorne, alles umsingelt. Erstmal sammeln. Da hinten wird eingenommen. Das ist euch bewusst. Ihr habt Einheiten durchgelassen. Und damit hat sich, glaube ich, ja, damit hat leider Gottes... wieder einer meiner Ingenieure das Zeitliche gesehen. Ich muss aufpassen. So, brauchen wir hier noch ein bisschen Smart System. So, Einheit 1 und Einheit 5. Mal eben bitte hier kurz umgucken. Ist jetzt alles clear oder nicht? Oder was? Oder wie? Oder wo? So, da ist mein Ingenieur. Und er darf jetzt endlich mal seine Arbeit beenden. So, zack. Okay. Dann rücken wir vor. Ach, da oben. Wie süß. Ja, komm, ruhig zu Papi. Da oben geht's wieder rund. Machen wir hier noch eine Smart System, Smarty System. Das ist nicht vergessen, ne? Smart und Smarties. So, da unten wird gebaut. Ist fertig. Was haben wir denn hier? Units health increases maximum health of the all group. Okay. Maximum range of all radar coverage. Dann würde ich sagen eher mal Weapon Damage. So, wir sind runter auf 64. Dauert also wieder ein bisschen, bis sich das aufgeladen hat. So, das sind meine Einheiten. Und da oben geht's rund. Die werden wohl sicherlich gleich auf mich zukommen. Drone Wave, Flag Firing Anti-Air Turret. Wenn ihr das Objective Defense Drones kommt, das ist vulnerable to enemy Anti-Air. So viel Anti-Air. Das ist mir ehrlich gesagt erstmal wurscht. Das kann man erstmal so lassen. So, hier unten ist gebaut worden. Das ist gut. Orbital Quantum Relay ist in Ordnung. Na, hätte ich gesagt, dann bauen wir hier unten noch ein bisschen
Sollen wir hier überhaupt irgendwas bauen? Ich hätte vielleicht erstmal gelassen. Ich meine, wenn ich das mit meinen Schiffen nicht verteidigen kann, dann hat es sowieso keinen Sinn. So, ich greife an. Wait. In weißer Farbe ist momentan gerade sehr weit vorne von den Punkten. Capture superior numbers of Turinium chase to achieve victory. Macht sie nieder. Jetzt bin ich mal gespannt, was meine Flotte hier tatsächlich ausrichten kann. Aber das sieht schon extremely heftig aus. Ich glaube, wir müssen uns zurückziehen. Rückzug. Okay. Wir brauchen mehr Einheiten. Oh, wir haben mehr Einheiten. So, wir kommen ihnen entgegen. Wir nennen das mal die Einheit 3. Aber wir müssen noch mehr bauen. Light Rocket Frigate, würde ich sagen. Knallen wir mal 5 rein. Brutes, knallen wir ebenso mal 5 rein. Und ich sehe gerade, Radioactive Storage increases the maximum number of units that can be built. Auf jeden Fall. Dann werden jetzt wahrscheinlich immer 2 gebaut, oder was? So, und dann hätten wir hier mal noch Artemis. Long Range Artillery Cruiser. Wollen wir mal 2 bauen. Anti-Air, Anti-Drone Cruiser meinetwegen. Anti-Dreadnought Sniper Cruiser. Ja. Und noch 2 Archer. Dann hätten wir es, glaube ich, jetzt fürs Erste. So, wie war das jetzt nochmal hier mit der Drone Bay? Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Wo setzen wir die hin? Hier wohl, ha? Hm? Ja, sieht wohl so aus. So, Einheit 3 und 1, Einheit 1 und 5, so rum. Es sind leider Gottes komplett ausgelöscht worden. Da konnte ich nichts dagegen tun. So, das sind die... Ja, ist eine leichte Einheit. Machen wir das mal so. Und schicken die schon mal zum Schutz hierher. Und die Einheit 3, ich weiß nicht, was ich mit denen genau machen soll. Ich denke mal, die lasse ich hier oben einfach mal stationiert. So, das hier ist fertig gebaut. Dann bauen wir hier unten noch eine Drone Bay. So würde ich sagen. Machen wir so. Oder machen wir so. Ich glaube, wir machen so. Das ist gut. Okay, Sensor Array. Die da oben, die kommen nicht, ne? So, ich habe ein bisschen eingesteckt, leider Gottes. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Metal Deposit. Da tut sich was. Hier wird wohl wieder gebaut, wie es aussieht. Da kann ich jetzt auch erstmal direkt nichts dagegen tun. Ich warte hier immer noch auf meine nächsten Einheiten. Da hätten wir dann nochmal... Ich würde sagen, das nennen wir dann mal die Einheit 2. Und kommt hier oben auf den Hügel. Oder hier hinten hin. Ich würde sogar sagen, eher hier hinten hin. Weil als nächstes müssen dann die schweren Einheiten kommen. Und dann wird das Ganze erst richtig lustig. Dann geht der alte Dame zum Angriff. Was ist das denn? Ach,
Das sind die Drohnen. Nein, ist ja witzig. Okay. So, was ist das? Annihilator Cannon. Virus. Neutron Beams. Cambridge Drone Science Overseer of. Ja, warte mal, wenn das jetzt. Kann ich das jetzt? Scan Projector hier so hin. Und ich sehe, beziehungsweise man sieht hier erstmal gar nichts. Aber hier tut sich irgendwas Heftiges. Hier wird extrem gekämpft. Ja gut, dann würde ich sagen, wie sieht's hier aus? Was haben wir denn hier schon zur Verfügung? Dauert das noch ein bisschen. Machen wir eins, zwei, was? Wie Gradar Scout Frigate? Macht es wirklich Sinn? Eigentlich eher nicht, ne? So, machen wir noch 5 Brutes. Und meinetwegen 5 Medics noch als Abschluss. So, dann ist das hier die Einheit 4. Ihr kommt dahin. Und dann ist meine Armada demnächst bereit, hier mal ordentlich auszuteilen. Ich weiß jetzt halt leider Gottes nur eines nicht, ob meine Verteidigung hier oben im Norden halt ausreicht. Das ist das nächste Problem. Maintenance of Potent Repair Drones from the ja, das ist können wir eigentlich fast schon machen, oder? Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Coming soon. Ach, das kommt alles noch. Das hier sind noch, wo wird hier gekämpft? Ah, da wird gemetzelt. Ja, aber Einheit 4 ist noch nicht in Stellung. Ich kann da noch nicht mitmachen. Ich warte ehrlich gesagt noch. Wenn Einheit 4 in Stellung ist, dann könnte ich tatsächlich sogar mitmachen. Wir machen halt schon mit. Okay, 1, 2, 4 und 3. Macht sie nieder! Okay, ich würde sagen, definitiv 0 Chance. Und damit bin ich momentan auf dem Siegetreppchen. Mit der militärischen und wirtschaftlichen Stärke. Oh, sieht gut aus. So. Meine Einheiten sind platziert. Ich würde sagen, 1, 2, 3, 4. Wir gehen hier rüber, gucken, was unsere. Ah, ja. Es dauert lange. Es dauert zu lange. Was haben wir denn hier? Ah, wir haben nicht genug Tech-Punkte. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal hier an, was wir jetzt aufdecken können. Okay, hier tut sich definitiv einiges. Okay, ihr seid alle unterwegs. Machen wir euch zur Einheit 5 und schicken euch ebenfalls hier rüber. Ob ihr natürlich noch rechtzeitig kommt, ich weiß es nicht. Alter, das sieht schon mal mega geil aus. Und schlecht für den Gegner. Irgendwas ist ja gerade kapiert. Einheit 1 ist sehr ausgedünnt. Kann ich mehrere Einheiten gleichzeitig anwählen? Tasten, ey, irgendwie nicht, ne? Okay, wir sammeln uns. 2, 3, 4, 5. Das ist dieses Marty-System.
macht echt seine Aufgabe immer Zeit. Ich bin ordentlich dezimiert worden.